Linke Chef fordert Ende des Parteistreits. Die Linke streitet über ihren Kurs bei der Flüchtlingspolitik. Auf dem Bundesparteitag versucht die Partei zur Ruhe zu kommen. Linke Chef Bernd Rieksinger hat auf dem Bundesparteitag in Leipzig eindringlich zu einem Ende des Streits um die Macht in der Partei und den künftigen Kurs, besonders in der Flüchtlingspolitik, aufgerufen. Wenn man diese Machtkämpfe nicht beende, verliere die Linke ihr Herz und ihre Seele. Fraktionschefin Sarah Wagenknecht beklagt, die Linke erreiche bestimmte Milieus nicht mehr. Sie warnt unter anderem vor offenen Grenzen für alle. Sie warf der Parteispitze eine Schwächung der Linken vor.